Dann betrachten wir jetzt mal das E-Netz und das D-Netz, also bezüglich der Frequenzen, einfach mal physikalisch und weshalb das so oft passiert, dass man eben bei dem einen Empfang hat, bei dem anderen nicht und so weiter und so fort. Das D-Netz, ich lasse jetzt mal die ganze Historie und von wem das alles ist weg, hat Frequenzen um die 900 MHz und das E-Netz das Doppelte an Frequenz. Demzufolge ist die Wellenlänge Lambda. Leute, guckt auch mal ab und zu, wenn hier Links eingeblendet werden, ruhig darauf. Ihr könnt hier ruhig draufklicken, das Video wartet hier, ihr verpasst nichts. Und dann könnt ihr euch hier bei den Links nochmal weiterbilden, falls ihr da was verpeilt hattet. Die Wellenlänge Lambda ist bei 900 MHz rund 33 cm und bei 1800 MHz viel kürzer, ne, die Hälfte davon. Wir kommen dann nochmal auf das Thema Freiraumdämpfung. Ich habe das extra in Anführungsstrichen gesetzt. Kommen wir dann nochmal darauf zurück. Was mit den Reichweiten auch grundsätzlich ist. Das D-Netz hat eine Reichweite von rund 16 Kilometern und das E-Netz nur 5 Kilometer. Das ist an sich nicht schlimm. Dafür kann man beim E-Netz mehr Daten übertragen. Das ist auch ganz schön. Aber wie gesagt, wir kommen dann gleich drauf. Das Wichtigste, was Wellen überhaupt ausmacht, ist das Thema Beugung und Reflexion. Wir haben hier mal einen Funkmast, und bevor ich hierauf eingehe, gehe ich noch mal kurz auf das Thema Beugung ein. Wenn eine Welle an einem Hindernis vorbeikommt, dann wird die Welle mehr oder weniger stark gebeugt. Das heißt, sie krümmt sich zum Hindernis noch ein bisschen hin. Das ist bei größeren Frequenzen besser, in Anführungsstrichen, weil uns geht es ja hier ums Telefonieren. Das heißt also, die Beugung ist größer. So, und das Ganze betrachten wir jetzt mal als Funkmast und hier habe ich Berge und das sind meine Handystandorte. Jetzt gucken wir uns mal das Thema D-Netz an. Diese Funkwellen, ich habe sie extra in doppelten Abstand wie beim E-Netz gezeichnet, ne, also viel größere Wellenlänge, da werden die Funkwellen besser gebeugt. Das heißt, hinter einem Berg, wo man eigentlich nichts mehr empfangen könnte, weil sich ja Funkwellen, je höher frequenter sie sind, umso geradliniger ausbreiten. Kann man aber durch die Beugung noch was empfangen, bis meinetwegen runter ins Tal. Das muss nicht immer so sein, aber im Wesentlichen ist es so. Also verschiedene Handystandorte. So, das ist die eine Geschichte. Wenn also dann diese kürzerfrequente, also höherfrequente Funkwelle des E-Netzes nicht so stark gebeugt wird, habe ich im E-Netz hier unten nicht mehr den Empfang, wenn überhaupt noch welchen. Gut, weitere Faktoren, die für das eine oder für das andere sprechen. Gucken wir uns mal das Thema Absorption an. Dazu sage ich gar nichts. Also guckt einfach auf den Link Diathermie. Da gehe ich auf die Wellenlängen bzw. Frequenzen von Funkwellen ein. Hier bei dem Link I gehe ich darauf ein. Und nur mal ganz kurz, je höher die Frequenz, umso geringer ist die Durchdringung. Und umso höher ist aber die Absorption dieser Wellen. Die Durchdringung dieser Wellen durch irgendwelche Materialien. Natürlich jetzt nicht Metall, ich will hier jetzt keinen Faradayschen Käfig mit anführen, das hat damit nichts zu tun. Aber jetzt zur sogenannten Freiraumdämpfung. Das ist keine Dämpfung als solche, aber man kann sie wie eine Art Dämpfung auffassen. Also keine Dämpfung wie eine Art Absorption oder irgendwelche physikalischen Vorgänge, die der Ausbreitung einfach entgegenwirken, sondern wenn ich mir jetzt mal eine Kugel betrachte und ich habe in der Mitte einen Sender, dann strahlt er ja Kugelwellen aus. Und die Leistungsdichte ist, je näher ich dran bin, umso höher. Wenn ich jetzt mal hier diese blauen Punkte einfach auf eine größere Kugel projizieren würde, ist die Leistungsdichte, sieht man schön, wesentlich geringer. Ich kann nicht umhin, dieses als groß F zu bezeichnen, denn normalerweise ist F auch das Formelzeichen für Kraft. Die wird so berechnet. Wir wissen ja, die Fläche einer Kugel wird 4 Pi r Quadrat ausgerechnet und die ist 4 Pi r, das Quadrat kommt später, das wird später behandelt, durch Lambda, durch die Wellenlänge. Alles insgesamt zum Quadrat. Oder wenn ich jetzt mal Frequenz und Wellenlänge, notfalls nochmal, glaube ich, werde ich einen Link hier anfügen, Frequenz und Wellenlänge ins Verhältnis setze, kann ich auch Lambda durch die Frequenz ersetzen. Und dann rutscht die Frequenz allerdings hoch. Und ich habe hier unten die Lichtgeschwindigkeit stehen. Das heißt also, je höher die Frequenz, umso größer ist diese sogenannte Freiraumdämpfung. Also umso weniger kommt hier an.
Das spricht wieder gegen das E-Netz, obwohl es bessere Datenübertragung hat. Datenübertragung ganz einfach mal, wenn ich jetzt hier mal nur eine Information immer wieder an- und ausschalte und ich möchte aber mit Hilfe dieser Information noch weitere Informationen übertragen. Ich mache die jetzt mal rot. Und ich kann nur an ein Ein- und Aus transportieren. Dann passen zum Beispiel solche An- und Aussignale in dieses blaue Signal zweimal rein. Wenn ich aber, boah, ich mache das mal in der nächsten Periode, wenn ich aber ganz kurze Impulse habe, dann passen hier mehr rein. Dieses An- und Aus kann ich also bei einer Trägerfrequenz von 1800 MHz wesentlich besser unterbringen. Damit hängt das zusammen, das bloß nebenbei. So, jetzt noch was Wichtiges. Ihr kennt das alle, ich verstehe die plötzlich ganz schlecht und man kommt, hört so bloß so ein. Das liegt durchaus an der Interferenz. Interferenz gehe ich nochmal hier drauf ein. Interferiere, glaube ich, wird es richtig, kommt aus dem Französischen, kann sein, heißt sich gegenseitig schlagen. Wenn Funkwellen an irgendwelchen Objekten, Häuser oder was auch immer, reflektiert werden, kann es dazu kommen, dass die Originalwellen durch die reflektierten Wellen ausgelöscht werden. Und dieser Auslöschungseffekt ist durchaus höher, also weil nämlich viel kurzwelliger, hier bei diesen lila Dingern, also bei höheren Frequenzen. Interferenz hier einfach nachgucken, dass sich Wellenberge und Wellentäler, wenn die aufeinandertreffen, sich gegenseitig auslöschen. Darum geht's. So, ich hoffe, ich konnte was zu eurer Entscheidung für die nächste Handykarte beitragen, auch aus physikalischer Sicht und verbleibe mit besten Wünschen. Macht's gut und wählt die richtige Frequenz. Tschüss.